Es ist der 7.8.2022 und wir drehen heute den, Moment, ich muss mal gucken, 85. Teil von meinem Bänderriss. Bin ich umgeknickt, war wirklich nur eine Kleinigkeit und alle drei Bänder ab. Und jetzt sehen wir schon, das quillt hier aus der Schiene raus. Es war gar nicht so warm heute. Etwas über 20 Grad, aber das ist dann schon zu viel. Wir haben festgestellt, wenn es warm ist, dann wird es dicker. Und gucken wir uns mal an, wie es heute aussieht. Wenn euch das auch passiert, ich nehme an, das ist der Grund, warum ihr die Folge hier guckt. Und euch wird angeboten, ihr sollt oder ihr könnt aussuchen zwischen Stützstrumpf und Schiene, dann empfehle ich euch die Schiene. So, da vorne ist der Stich, der mir da vor, ich glaube, 3 Tagen oder so oder 4 Tagen hinterrücks des Nächtens zugefügt wurde. Ein winziges Tierchen mit schmutzigen Rüssel, der bei mir essen war. Oder das bei mir essen war. Okay, gucken wir mal hier an. Also, hier ist kein Knöchel. Weiterhin. Und kann man das sehen? Es ist immer noch dick. Man sieht auch den Eindruck der Schiene. Ich schone das natürlich weiterhin. Also die Schmerzen sind jetzt weg, es sei denn, ich würde das jetzt knicken, dann merke ich, dass was falsch ist. Also knicken ist nicht. Sowas wie Treppen oder dass man im Bett jede Stellung einnehmen kann, das geht nicht. Ich habe euch ja neulich mal gezeigt, wie man schlafen kann. Hier vorne, das sieht man ja schon, also hier sind die Bänder drin. Immer noch fest und was jetzt passieren muss, dass diese Bänder hier wieder hochwachsen und oben müssen sie auch irgendwo sein, hier oben. Das muss irgendwie wieder runterwachsen, also der Körper macht das wohl schon. Der Herr Zverev, der Tennisspieler, der hat sich kurz nach mir die gleiche Verletzung zugelegt. Der hat sich operieren lassen und ich hatte die Kenntnis erlangt, dass eine Operation letztendlich das schlechtere Ergebnis bringen soll und dass, wenn man sich richtig verhält, also schon und immer die Schiene und alles das, was ich euch schon gesagt habe, dann soll man letztendlich soll sich das wieder komplett ausheilen können. Der Herr Zverev, der spielt jetzt sogar schon vorsichtig wieder Tennis. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also wenn, ja gut, bei ihm sind die Bänder ja zusammengenäht. Wenn das Ganze hält und nicht wieder wegreißt, dann ist okay. Wenn aber die Bänder hier jetzt zum Beispiel nicht zusammen sind und ich würde jetzt Tennis spielen, würde den Fuß also wieder so belasten, dann würde die Flüssigkeit zwischen den Knorpeln, die würde dann verschwinden und dann würden die Knorpel irgendwann aufeinander reiben. Solange noch Flüssigkeit da ist, merkt man das auch nicht. Wenn die aber dann erstmal weg ist, dann dann tut es weh und das kriegt man eigentlich nicht zurück, die Flüssigkeit. Das muss man, man kann das, glaube ich, spritzen lassen. Tja, das ist dann immer so eine Entscheidung. Jeder muss für sich entscheiden, was mache ich. Ich versuche das jetzt ausheilen zu lassen. Und das nervt natürlich unheimlich, weil ich hatte eine ganze Menge vor und alles das geht nicht. Also ich sitze jetzt am Schreibtisch. Für euch ist das natürlich gut, weil ich kriege jetzt jede Menge Filme von mir. Wie gesagt, ich sitze die ganze Zeit im Kunstlicht am Schreibtisch. Draußen ist brillantes Wetter.
So verbringe ich also den ganzen Sommer jetzt. Ich könnte mich auch auf die Terrasse setzen, aber dann bin ich ja unproduktiv. Ach so, hier vorne haben wir noch gar nicht reingedrückt, aber so wie das aussieht, wird das wieder das Ergebnis geben, was wir ja schon kennen. So. Und da ist sie wieder, die Beule. Ja, weiterhin geduldig sein, ne? Macht's gut, bis morgen.